Servus miteinander. In folgendem Video geht's um sowas hier. Ich habe mich jetzt tatsächlich ja im TPU-Druck versucht und ein kleiner Spoiler, das ist nicht das letzte Video. Ich habe so viel Material schon zusammen. Das meiste sind natürlich Fails und das seht ihr jetzt gleich im Video. Viel Spaß. Ja, meine Lieben, jetzt habe ich mir für den TPU, TPU-Ausdruck habe ich mir jetzt so ein Teil ausgedruckt, also die TPU-Mod für den Anycubic quasi. Und was ich da genau ausgedruckt habe, seht ihr jetzt hoffentlich hier. Also das soll hier quasi, ja, man steckt es halt einfach nur drauf. Ich muss da nicht andauernd auf- und zuschrauben, aber hahaha. Zu früh gefreut, mal wieder. Also ich weiß nicht, was ich immer falsch mache. So viel Unterschied kann es doch da gar nicht geben. Jetzt fahre ich das mal ein bisschen hoch. Oder das hier rüber runter. So, ich hoffe, man sieht's. Jetzt soll man das hier eigentlich nur reinstecken können. Ja. Also ich fahre das hier mal hoch. Ich habe extra den oberen mal abgedroppt, weil der auch nicht gepasst hat. Und was sehe ich jetzt hier schon wieder? Das hier ist einfach viel zu nah dran. Ich habe die zwei Schrauben jetzt mal gelöst. Ob man den noch ein bisschen verschieben kann, kannst du aber knicken. Also das kannst du wieder mal verheizen. Ich weiß nicht, was ich immer falsch mache, dass die Teile, die ich dafür ausdrucke, fast nie passen. Ich verstehe es nicht. Jetzt drücke ich den oben und komme trotzdem mit rein. Und jetzt hänge ich da. Also ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich ja niemals da, wo ich hin muss. Es muss ja noch viel weiter rein, schaut's mal her. Der muss ja unterhalb von denen rein. Von denen rein. Weißt du? Und dann hänge ich hier, habe ich jetzt das Mikro eingeschaltet. Mein Gott, das ist immer, ja. Das ist immer hier das Problem von mir. Ich kann jetzt nur eins probieren, den nochmal aufschrauben und den dann anpassen. Aber es ist jedes Mal dasselbe. Ich drucke was für den Anycubic und es passt nie. Warum? Das ist mir ein großes Rätsel. So, hilft mir das jetzt was? Wenn ich den ein bisschen aufschraube. Nope. Nein, weil der geht da komplett anders. Da fehlt es ja um einen Meter. Um einen halben. So rein. Und jetzt? Auch nicht. Kannst knicken. Das Ding muss dünner sein. Ich komme damit nie so nah ran, wie ich eigentlich müsste. Was ich jetzt noch probiere, ist, ich. Naja. Ich schleife es mal zu und versuche es dann nochmal. Gucken wir mal. So, jetzt habe ich das Ding mal zugeschliffen. Also ich habe auf jeden Fall mal auf der Seite was weggenommen und auf der anderen Seite auch, weil mir hier da die Schraube oder der Mitnehmer zu nah dran war. Ich glaube, dass das da gekratzt hätte. Das fand ich nicht so gut. Jetzt machen wir mal noch eins. Machen wir mal noch eins. Jetzt habe ich hier mal ganz stümperhaft mein Mikro einfach mal so hingebaut. Aber das ist jetzt eigentlich wurscht, denn jetzt schauen wir uns mal das TPU an. Na komm, zack. So, wie sagt man das so schön bei den Chinesen? Well packed. Jetzt bin ich gespannt. Das erste Mal TPU in der Hand. Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück flexibler als normales Zeug. So, jetzt hauen wir uns das mal auf unseren Filamenthalter drauf. Das ist ja hier schon. Oh je, das ist ja da schon, da schon verwickelt hier. Naja, wird sich rausstellen, ob das blöd ist oder nicht. Also, jetzt spannen wir den Käse mal ein. Jetzt haben wir das da drauf. Ich sehe schon, ich kriege mit dem auch wieder Schwierigkeiten. Also, einmal drin hier. Da will ich auch so einen Stopper brauchen, sonst hauen wir den immer runter. Ich habe jetzt alle Schrauben, um den einzusetzen hier, alle Schrauben aufgemacht gehabt. Dann nach oben den hier auch aufgemacht. Jetzt muss ich den da wieder rausziehen. Und jetzt konnte ich ihn reinbauen und jetzt habe ich alle Schrauben wieder angezogen. Also wenn ich es wieder rausbauen möchte, reicht es normal, wenn ich ihn hier oben wieder wegmache. So, und jetzt schauen wir, ob das Ganze so einigermaßen funktioniert. Also ich sollte vielleicht in den hier noch reingehen. Reste sind draußen nochmal. Schon mal sehen. Die erste Hürde, der Filamentsensor. Ah ja, okay.
So. Dann schieben wir das mal rein und jetzt muss ich nur das Loch treffen. Ah, ich hab's getroffen. Okay, das sieht ganz gut aus. Fühlt sich ganz anders an. Sehr lustig. Gar nicht wie normales. Wo ist er denn? So. Und jetzt ist dann der Zeitpunkt der Wahrheit gekommen. Bevor ich jetzt das Teil ganz vorschiebe, lese ich mir natürlich jetzt erstmal noch die Kommentare von euch durch. Und werde die Temperatur mal einstellen, so wie sie gehört. Also die ganzen Cooler-Settings nehme ich mit. Und dann starten wir den ersten Druck. Bis gleich. So, jetzt habe ich mir mal so eine Handyhülle ausgesucht. Fürs iPhone 7. Machen wir das mal zu. Also ihr seht hier viele Löcher. Schauen wir mal, ob das irgendwie auch nur annähernd sowas wird, wie ich es mir vorstelle. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Er sollte jetzt hier 65 Grad hat er schon. Jetzt geht er da dann auf 225. Also ich mache jetzt mal mit 225. Das Retraction habe ich ausgeschalten. Kommst du mir hier rüber? Retraction habe ich ausgeschalten. Ich weiß ja nicht, warum man das da ausschalten muss. Wahrscheinlich funktioniert es gar nicht, weil es so fließt. Also ich habe vorhin gesehen, bei 240 Grad habe ich mal für, mal hier rausgehen, ich habe für 240 Grad ABS vorgeheizt und dann, das läuft ja wie die Suppe daraus. Das ist ja brutal. Wo habe ich jetzt eigentlich ein Stückchen da? Mein Spielstück. Ja, und dann, ja, man kann es schön ziehen. Also ich bin gespannt, was das wird. Das nächste Ziel wird sein. Habe ich nämlich auch ge. Oh ja, das ist schon ganz schön. Nächstes Ziel wird sein T-Shirt-Druck. Aber jetzt, ist schon weit vorgegriffen. Jetzt muss erst einmal hier ein bisschen was funktionieren. Wie sieht es jetzt hier aus? 2,26. Jetzt sollte er dann eigentlich anfangen. So, also die erste Line wird gedruckt. Ich schau mal, dass ich euch da einigermaßen schön reinbringe. So, jetzt fährt er erstmal natürlich wieder da runter. Das ist der Startcode, der haut wunderbar hin. Und jetzt bin ich gespannt. 15 ist die. Ja, da kommt nicht viel raus, ne? Okay, das war Quatsch. Da kommt nichts. Was habe ich getan? Ah. Ja, er macht mir ein paar lustige Punkte hier hin, aber sonst funktioniert noch nichts. Jetzt kommt was raus. Das macht der Vini. Oh ja, da macht er lustige Punkte hier hin. Was ist das denn? Was soll das werden? Eine Handyhülle? Okay. Was tut er denn da? Ich muss entweder mehr Vorschub machen. Also keine Ahnung. Das sieht nicht gut aus. Schaut mal her. Also. Er hüpft da ganz lustig rum hier und macht irgendwelche Punkte irgendwo hin. Alles klar. Dann brechen wir ab. Ist ja Quatsch so. Zack, ja, machen wir weg. Ich sollte vielleicht auch einfach mal erst nicht mit dem anfangen, sondern nicht wieder übertreiben. Steuerung, fahren wir auf. Ja, was mache ich denn? Z-Achse nach oben. So. Und dann. Vielleicht sollte ich mir eine andere Hülle raussuchen, weil das ist ja Quatsch. Also hier, das ist jetzt momentan das erste Ergebnis mit 225 Grad, meine ich. Also geht nicht. 225 Grad, den Schmankerl ziehe ich jetzt erstmal runter und dann starten wir was anderes. Also für den Anfang, glaube ich, war das schon mal zu kompliziert für mich. Bis gleich. So, nächster Versuch. Jetzt nehme ich mal ein Case, was mal gefüllt ist, damit wir zumindest mal sehen, ob der da unten irgendwas macht. Also. Print das mal, Preheat, Preheat. Ja, war ich schon wieder zu langsam, wie es ausschaut. So, jetzt erfahre er erst einmal wieder Orbi. Nicht Battlefield aufmachen, so ein Quatsch. Spielt doch kein Mensch mehr. So, Octoprint, Temperatur. Oh, jetzt, den wieder, jetzt kann ich hier natürlich wieder nicht einstellen. C fix. Aus, ja, war klar. So, da muss ich jetzt wieder warten, alles klar. Dann, den mal weg, zack. Dann müssen wir halt nochmal warten und dann schalte ich euch wieder zu, wenn es losgeht.
So, los geht das Ganze wieder von vorne. Jetzt schauen wir mal. Okay, jetzt hat er den schmalen schon vorher verloren, weil es ihm zu schwer geworden ist. Ich bin jetzt gespannt. Entweder, vielleicht muss ich auch den. Naja, wir werden sehen. Jetzt bin ich mal raufgegangen auf 230 Grad mit der Temperatur und schau mal, was jetzt passiert. Was macht er jetzt? Jetzt fährt er sowas hinter. Du solltest jetzt anfangen, was zu tun, mein Freund. Und? Passiert was? Ich schätze, es soll das Apple-Zeichen werden am Anfang. Aber da kommt irgendwie nicht viel. Er drückt zwar hier das Filament auch rein. Jetzt passiert das. Okay. Ja, vielleicht auch ein Skirt nach Hause. Ah, aber das sieht schon mal besser aus wie vorher. Das sieht schon mal besser aus wie vorher, würde ich sagen. Ja. Oh. Oh. Nee, habe ich nicht. Habe ich den drin? Nee, habe ich nicht. Moment, ich bin gerade am Schauen, ob ich da noch irgendwo einen Z-Hop drin habe. Nee, bei Retraction habe ich ja rausgenommen. Combing ebenfalls. Weiß ich gar nicht warum. Okay. Nee, sollte eigentlich. Lift Head ist auch weg. Weiß nicht, warum den da kurz angehoben hat. Okay. Ja, es kommt zumindest mal was raus. Bin ja gespannt. Weiß ich nicht. Muss ich weiter rauf? Muss ich mal nachschauen. In der Zwischenzeit, während der Druck, schaue ich mal ganz kurz nach, ob ich irgendwo was finde. Für Sane Smart TPU. Sane Smart TPU. Lalala. Was haben wir da? Na, ich möchte doch keinen Drucker kaufen. Geh weg. Ja, hau rein. So. Ba-ba-ba. Pusa. Blablub. 20%. Aha, schön. Aber ich möchte da nichts dabei. Jetzt hier, wegen mir keine Werbung. Oh, ich sag, Drucktemperatur. Drucktemperatur. Vielleicht muss ich ja da tatsächlich noch ein bisschen rauf. Hier, ah, ich schätze 220, komm, aber was ist ja hingekommen. Weil jetzt eigentlich mit 230 das relativ schön macht. Also, was drückt der? First Layer 225 mit dem Sane Smart. Aha. Ja, bei 225 kam bei mir nicht viel raus. Deswegen bin ich jetzt auf 230 gegangen mit ohne Lüfter, so muss man sagen. Jetzt habe ich den Lüfter. Beim nächsten Layer geht der Lüfter auf 45%. Da bin ich dann gespannt, wie es aussieht. Also, aber es sieht zumindest mal aus, als würde was rauskommen. Das ist ja schon mal toll. Ja, jetzt kommt hier das Schichten drüber. Okay. Soll ich mal versuchen, auf 225 runter zu gehen? Naja, ich meine, hier von Layer Adhesion kann nicht die Rede sein. Wenn man sich das anschaut, das ist nicht nah beieinander. Ja, ist natürlich jetzt die Frage. Ey, jetzt lassen wir halt einmal, oder? Schauen wir, was dann da rauskommt. Keine Ahnung. Der ist da ein bisschen. Ich bin gespannt, wie jetzt das da hinten ausschaut, ob das da besser beieinander ist. Sehr interessantes Zeug. Ein sehr interessantes Zeug hier. Zack, okay. Aha, aha. Da ist halt nicht viel beieinander, gell? Wupp macht er. Ja, ich bin selbst so erstarrt und gespannt, was da rauskommt, dass ich fast nichts mehr sagen kann. Jetzt lassen wir den mal das da. Also hier hinten sieht man jetzt, was sieht man da? Naja, beieinander ist halt nicht unbedingt. Das möchte ich mal ausmachen und leuchte euch mal hierher.
Also hier, wenn man das anschaut, das ist natürlich jetzt nicht nah beieinander. Aber vielleicht hebt das also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also die Spannung steigt bei mir ins Unermessliche, ob ich da überhaupt über den ersten Layer dann, ja, geht er dann da drauf oder geht er nicht drauf, ich weiß nicht. Was meint ihr, soll ich auf 235 mal drauf gehen? Wieso hüpft der eigentlich immer noch da? Hab ich doch gar nicht mehr gesagt, dass er das machen soll, oder? Habe ich doch eigentlich gar nicht gesagt, dass er das tun soll. Ich gehe jetzt mal 5 Grad höher und schau mir an, was jetzt passiert. Also ich bin 5 Grad höher. Das ist jetzt die erste Linie mit mehr Temperatur. Ich bin gespannt, ob das besser ausschaut. Was ist denn eigentlich hier? Mein DHL-Paket kommt bald, auch schön. So, halt meine Dinge sollte ich vielleicht so ausmachen dann. Ja, da hinten fehlt die Hälfte, sehe ich gerade. Ja, wirklich besser wird es jetzt mit 235 auch nicht. Nee, wird schlechter. Okay, 235 war eine dumme Idee. Ich gehe mal noch mal runter auf 225. Hallo, Freund. Ich will runter auf 225. Bitte. Genau. So, also 235 war eine dumme Idee. Habe ich gerade festgestellt. Jetzt gehen wir runter auf 225. Okay. Wo sind wir denn? Jetzt ist er runtergefallen auf 221. Jetzt sind wir auf 226. Okay, jetzt schauen wir mal, also wie es jetzt ausschaut. Vom Druckbild 225. Also. Ja, man sieht jetzt nicht wirklich einen deutlichen Unterschied. Ich sehe nur, dass die halt nicht wirklich nah beieinander sind. Jawohl. Jetzt wird es besser. Jetzt hat er sich eingependelt, 225. Die nächsten zwei sehen schon ein Stück weit besser aus. Also 225 scheint ganz okay zu sein. Er ist jetzt anscheinend nur ein bisschen zu weit runtergefallen, kurzzeitig, dass er die hier verkackt hat. Man sieht es, ich schau mal, vielleicht seht ihr es hier. Das sind genau die letzten, sind jetzt mit 225, die er jetzt fährt. Und da sieht er zwischendrin mal 225 und ist runtergefallen auf 220. Also 225 scheint echt gut zu sein. Okay. Das ist sehr spannend, das Ganze. Weiß ich, ob es für euch auch so spannend ist. Für mich schon. Ja, ich bin gespannt. Ich würde ja das Ganze so laufen lassen, aber das dauert jetzt 4 Stunden. Und ich weiß nicht, das wird sich wahrscheinlich keiner antun. Außerdem hält der Akku meiner GoPro höchstens, sag ich mal, 1,5 bis 2 Stunden, dann ist vorbei. Obwohl ich schon einen neuen gekauft habe. Aber jetzt wird es, naja, jetzt habe ich 225 drin. Jetzt waren zwei Layer gut. Das war jetzt zwei Layer, halt zwei Bahnen waren gut. Und jetzt sieht es wieder seltsam aus. Also ich fahre euch nochmal darauf. Moment da. Schaut's mal hier hin. Na komm. Ich hoffe, man sieht irgendwas. Also jetzt waren wieder zwei Bahnen beschissen. Und jetzt wird es wieder gut. Also, Tja, so ganz schlau bin ich jetzt noch nicht. Aber okay. Macht ja auch nichts erstmal. Das Ding ist das so weit, wirklich so weit offen. Will sich darstellen, was er da macht damit. Auf alle Fälle weiß ich jetzt schon, bei der Hülle wird kein Blitz funktionieren. Aber egal, sie wird wahrscheinlich eh nicht eingesetzt werden. Also wie mich das anschaut. Also ich bin auf den zweiten Layer gespannt. Ich kann euch ja jetzt noch mal
pausieren und schalte dann vielleicht nochmal für den zweiten Layer an. Ich weiß es allerdings nicht. Es ist auch schon wieder etwas später heute. Ja, zwei wären gut, zwei wären schlecht. Zwei wären gut, zwei wären schlecht. Warum? Keine Ahnung. Also ich pausiere jetzt nochmal und mache ihn auch nochmal ganz kurz an, wenn der zweite Layer anfängt. Also ich bin jetzt zu ungeduldig und das finde ich auch Quatsch hier. Also ich brauche da eigentlich nichts mehr anfangen. Man sieht hier vielleicht, ich mache da noch ein Foto davon, man sieht hier, das war eigentlich ganz schön. Da war es gar nichts. Ja, hier ist es okay. Es ist aber relativ, ja, ich weiß nicht, so inkonsistent. Mal gut, mal nicht so gut. Jetzt machen wir den Chaos wieder oben, weil das nervt mich halt nur dann. Das heißt, weil ist ja nur Filamentverschwendung. Das Ding kann ja kein Mensch hernehmen. Schauen wir mal, ob es wenigstens so hält miteinander. Was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann. Ne, das ist alles hier nicht miteinander verbunden, seht ihr? Das sind alles separate Teile. Das Außen, das geht. Das ist in einem gedruckt, glaube ich. Obwohl. Ja. Also, zack. Das ist ein Zeug hier. Okay. Also, da mache ich morgen in Ruhe nochmal einen Druck. Und zwar so richtig in Ruhe. Auch wieder. Das ist ein Gefuddel hier. Ist morgen ja. Na komm. Oh, fest ist es. Zack. Aha. Also kleine Einzelfäden, also da war nichts mit Zusammenhalt der Linien. Das heißt, also ich gehe da noch mal ein bisschen in mich, werde noch ein bisschen lesen, da komm runter jetzt da. Werde noch ein bisschen lesen und schauen, was ich temperaturmäßig und auch vorschubmäßig vielleicht noch machen muss. Es kann natürlich sein, dass der Vorschub jetzt, Alter, ist das fest, dass der Vorschub jetzt ein bisschen zu wenig ist, so sieht mir zumindest so aus. Die Temperatur macht schon was. 225 Grad war, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, halt auch nicht so richtig gut. Weil manchmal war es gut, manchmal eher nicht. So. Okay, also wie nicht anders zu erwarten. Erster TPU-Druck. Sieht so aus. Aber muss sagen, ist witzig zum Anlangen. So. Ich gehe jetzt nach oben und schaue morgen nochmal. Dann mache ich hier mit dem Video weiter. Bis dann.